Ob das Doro 8050 Plus das richtige Telefon für Smartphone-Einsteiger ist, klären wir in diesem Video. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Ich bin Markus auch von Brodos. Ja, Markus, die Weihnachtszeit steht bevor. Du hast heute was Besonderes mitgebracht. Was ist es denn? Das Doro 8050 Plus. Also Doro steht ja vor allem für einfach zu bedienende Smartphones und das 8050 Plus ist, würde ich sagen, ein Smartphone für Smartphone-Einsteiger. Und wenn man sich's mal anschaut, dann sieht es tatsächlich eigentlich aus wie ein ganz normales Smartphone. Nur die Icons sind total anders. Was hat es damit auf sich, Markus? Ja, genau. Also das ist jetzt letztendlich von Doro ein spezielles User-Interface, was die Symbole etwas größer erscheinen lässt. Einfache und intuitive Bedienung steht da im Vordergrund. Also ja, wie du schon gesagt hast, für Einsteiger eben. Ja, ideal. Dann schauen wir uns das doch gleich mal an. Also das sind Dinge wie zum Beispiel Anzeigen. Das ist ein Icon, das man normalerweise von Android nicht kennt. Und wenn ich jetzt mal auf Anzeigen gehe, dann macht es einem das relativ einfach und sagt, naja, meine Nachrichten, meine E-Mails, den Anrufverlauf oder Bilder oder auch Kontakte. Also damit ist es tatsächlich offensichtlich so, wie halt ein Smartphone-Einsteiger dann auch auf einem Telefon suchen würde. Oder senden, schauen wir mal, was da passiert. Eine Nachricht, eine E-Mail, Bilder oder auch den Standort. Also ich glaube, damit kann man schon erkennen und auch im Rahmen des Setups ist es so, dass man dann auch Schriftgröße entsprechend anders einstellen kann. Und das ist dann also quasi, wie du auch schon gesagt hast, eine spezielle Oberfläche von Doro. Und bei diesem 8050 ist es so, dass das als Plus-Paket dann auch noch zusätzlich mit einer Tasche und einer Ladestation kommt. Und das zeige ich jetzt einfach mal, finde es eigentlich ganz praktisch. Tasche, da ist es dann auch wirklich geschützt. Es ist auch insgesamt, sagt der Hersteller, ein sehr robustes Telefon, ne? Ganz genau, ja. Also Robustheit steht sicherlich auch im Vordergrund. Und die Tasche, dadurch, dass du auch zuklappen kannst und dadurch auch nicht verkratzen kann, ne? Also ist ideal auch für Handtaschen. Ja, wenn da der Schlüsselbund drin ist, dann macht es dem Telefon nichts aus durch die Tasche. Oder wenn es einfach mal runterfällt, also da drin ist es wirklich geschützt. Jetzt fällt auf der Rückseite natürlich Kamera, aber ein Fingerprint-Sensor? Den gibt es nicht, aber dafür gibt es eine Notruftaste auf der Rückseite. Okay, also ich glaube, die testen wir jetzt mal. Die Notruftaste muss mindestens 3 Sekunden gedrückt werden. Und dann geht der Alarm los, den kann ich noch abbrechen. Und wenn ich ihn jetzt nicht abgebrochen hätte, dann kann man vordefinieren, wohin der Standort als Notruf irgendwie versendet werden soll. Also damit ganz praktisch. Und dann haben wir ja so eine richtige Fusion aus eigentlich Smartphone und so, wie man es vielleicht auch von zu Hause kennt, Tischtelefon. Das heißt, es kommt mit einer Ladestation, wo man dann auch das Telefon einfach so reinstellen kann und USB-C. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über die inneren Werte, da geht es jetzt bestimmt nicht so über Specs, Markus, aber wichtig ist ja lange Laufzeit zum Beispiel. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, genau. Also das hat einen 3000 mAh Akku und hält, ja, ich sag mal 13 Stunden ja, Sprechzeit und über 300 Stunden Standby-Zeit. Also schon okay, also Dinge, ja, die man jetzt von dem normalen Android-Smartphone so eher nicht gewohnt ist. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass es halt einfach lange durchhält. Ja, Markus, und das Telefon hat ja auch noch eine ganz spezielle Auszeichnung bekommen. Ich zeige das auch nochmal. Ist also Testsieger bei Stiftung Warentest im Test 3 2021 und zwar bei Senioren-Smartphones. Insofern sagt uns das wahrscheinlich dann auch schon die Zielgruppe. Genau, das sind Senioren letztendlich und da gibt es auch noch ein paar Features, die halt da besonders im Fokus stehen. Das ist zum Beispiel für Hörgerätträger, ja, kannst du letztendlich auch die Lautstärke entsprechend regeln. Es ist besonders laut, besonders klar, der Klang. Also es ist schon sehr zugeschnitten hier für diese Zielgruppe. Ja, also damit tatsächlich dann auch das ideale Weihnachtsgeschenk. Das Produkt ist auch jetzt schon verfügbar. Jetzt aber noch die Frage, was muss ich denn für dieses Geschenk anlegen, Markus? Ja, knapp unter 200 Euro bist du dabei. Also knapp 200 Euro für das Gerät, für die Tasche und auch die Ladestation. Und es ist quasi auch Testsieger bei Stiftung Warentest. Bin ich gespannt, wie ihr das bewertet. Das darf man natürlich sicherlich nicht aus einem
Android-Performance-Perspektive bewerten, sondern natürlich irgendwie jetzt auch zugeschnitten auf die Zielgruppe. Aber hinterlasst gerne eure Kommentare. Und wenn ihr natürlich auch weitere Weihnachtsgeschenke kennenlernen wollt oder auch andere neue Produkte, die Markus immer mitbringt, als Erster kennenlernen wollt, dann auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren, Glocke setzen, nicht vergessen, lasst gerne auch ein Like da. Und Markus, ich bin ganz gespannt, was du uns das nächste Mal mitbringst, was vielleicht bei euch noch unter dem Weihnachtsbaum landet. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.